So, und damit wieder herzlich willkommen zurück zu World of Warplanes. Natürlich wieder mit mir und dem faulen Stück Chris LP. Ja. Ja, lach nicht, ist so. Ja, dann könnten wir eigentlich starten, ne? Du könntest ruhig lauter reden, ne? Ach nee, bitte nicht, heute nicht. Doch, heute schon. Vielleicht. Oh, jetzt habe ich Schluck auf. In dem Let's Play. Ja, das ist richtig kacke. Nein, ich hab das jetzt wirklich so gemacht. Du bist ein Drecksack. Schadenfreude ist immer noch die schönste Freude. Ja, am Arsch. Was hast du denn? Nee, am Arsch ist scheiße. Am Arsch ist ja, putzt du nicht ab oder was? Doch. Aber ich glaube, das interessiert gerade keinen. Ja, glaube ich auch. Mhm. Ich würde es nicht wundern, wenn irgendwann der Kommentar kommt, kennst du Wayne? Das aus dem Deinsatz ist jetzt langweilig, ne? Ja. Trink doch mal was. Okay. Jetzt haben wir Zeit. So. Na, du hast auf. Nee, jetzt nicht mehr. Oh, schade. BFB. BF109. Ah, wie schön. Noch. Oh, wie ich der Bistro überlegen bin, ey. Ich habe mehr Strukturpunkte, mehr Feuerkraft, mehr Fluggeschwindigkeit, aber bin ein bisschen eingeschränkter. Was? Ich bin dir auch überlegen. Ja, an Geschwindigkeit, Manövrierbarkeit und Höhenleistung, aber. Ich bin in allen überlegen, bis auf in einer Sache. In zwei Sachen. Der anderen Bistrel, nicht dir. Ach so. Bei dir habe ich nicht nachgeguckt. So viel Zeit hatte ich nicht. Ja, ich habe immer noch Ladebildschirm. Ach, deswegen fliegst du da geradeaus. Ja. Ich wollte gerade fragen, warum fliegst du so diskret auf den Flieger zu? Hilfe! Ich weiß, dass er dran ist. Von was werde ich denn abgeschossen? Von einer zweiten. Im Ernst, jetzt holt mich bestimmt die Bistro, hä? Alter, was da alles auf mich schießt. Ey, das ist doch kacke, ey, weißt du? Ich komme gerade ins Gefecht rein, zack, bin ich tot, ja. Weißt du? Was ist das denn hier? Ich bin jetzt vielleicht 20 Sekunden geflogen. Das ist doch schon wieder ein scheiß Let's Play, ey. Scheiß Beginn. Ja. Für mich gerade. Jüter für mich gerade. Weißt du, ich schieße immer fast runter und du holst sie dir, ne? Nee, diesmal nicht. Diesmal warst du nur der Lockvogel. Diesmal warst du nur der Lockvogel. Oh fuck. Ja, ich glaube, das wird jetzt sowas von kacke. Bist du im Hangar? Jetzt ja. Also ich lade gerade. Hui, bin im Hangar. Ja. Ja, und die es gerade interessiert, ich bin gerade dabei, mein BMX umzulackieren. Oder zu sprayen, wie ihr es haben wollt. Wenn ihr wollt, dass ich da auch mal ein Video zu mache, mache ich gerne. Müsst ihr nur in die Kommentare schreiben. Ich denke mal, das könnte mal für den einen oder anderen, der auch ein Fahrrad, also ein BMX hat, recht interessant sein. Alter, das kostet so viel. Nicht wirklich. Nein. Ach so. Das meine ich gar nicht. Das kostet hier ein. So viel. Hey, hier gibt's das Köln-Wappen. What? Ich wollte gerade sagen, ja, das geht.
Ja, ich hab 142 bekommen. Warte mal, ich hab Besatzung. Kaserne. Ich bin gerade echt am überlegen, ob ich auf die Nase irgendwas Scheiß drauf mache. Oder. Muster, ne, okay. Ja. Für 7 Tage, das wäre doch mal was. Aber hätten wir nicht so ein Geld. Also wenn ihr mal gerne wollt, also die bei mir sind, die haben es ja jetzt gesehen, was ich so vorhab, vielleicht mal meine BF umzulackieren. Bist du jetzt endlich mal bereit? Ich war gerade die ganze Zeit bereit. Jetzt in dem Moment, wo ich auf nicht bereit klicke, weil ich mein Flugzeug auch lackieren will. Da sagst du, bist du mal bereit? Nee, da will er Anforderungen stellen, ne? Nein. Ich habe nur gerade überlegt, ob ich das drauf mache, habe aber nichts drauf gemacht. Das gefällt mir. Das machst du jetzt drauf, ne? Ja, ich mache jetzt was. Nee, hinter nehme ich lieber das. Achso. Ups. Wüste. Mach ich halt wenigstens eine Sache mal drauf. Nase. Das sieht cool aus. Ringe. Nase. Ja, natürlich. Nee. Ja, das. Wappen. Habe ich das auch auf der anderen Seite? Yes. Sieht aus wie eine Zielschaubox. USA, 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 USA. Ist mir scheißegal, was das kostet. Das fände ich jetzt mal für 7 Tage. Ja. Also mein Flugzeug sieht geil aus. Vorne an der Schnauze sind Frauen und in der Mitte habe ich. Ja, klar, war klar. Ja, ich war kurz davor am Überlegen, ob ich das auch mache. Das kann die Community bei mir zumindest sehen, aber ich habe es dann doch gelassen. Das habe ich jetzt erst gerafft. Du hast die P36? Echt? Das ist mir jetzt erst aufgefallen, weil ich denke, wieso habe ich noch einen Dreier und dann. Dann ist mir so erst eingefallen, ach so, der hat ja gesagt, der hat ein neues Flugzeug. Was habe ich am Anfang dieser Folge erwähnt? Ja. Also nur so, damit ihr jetzt wisst, ich habe das Flugzeug ja im Hangar gehabt, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Mir ist nach der ersten letzten Aufnahme aufgefallen, dass ich das Ding kaufen konnte. Und dann habe ich gedacht, ja komm, jetzt mache ich das schnell mal. Tut mir leid, dass ich euch dabei nicht dabei hatte, aber ich sag mal, das Kaufen ist ja auch alles relativ schnell abgewickelt. Und ich mache auch eine Menge, ohne dass ihr es mitkriegt, also. Also ich spiele zum Beispiel kaum, ohne dass ihr dabei seid. Ich spiele eigentlich meist. Ich spiele eigentlich meist nur den doppelten Tagesbonus rein. Das sind dann eher so Scheißgefechte, so wo ich jetzt zum Beispiel wie eben 20 Sekunden drinne bin und dann tot. Ja. Bist halt also, mal eins gewinnst, ne? Ja. Wüsste echt gern mal, wie deine Lackierung aussieht, aber dafür muss ich sterben. Das habe ich nicht keine Lust zu. Wieso musst du dazu sterben? Ich sehe deine Lackierung nicht von hier aus. Na, dann gehe ich einfach mal auf Nullschub, wenn ich dann im Spiel bin, und dann überholst du mich einfach. Ja, ich bin aber vor dir. Dann gehst du halt auf Nullschub und ich überhole dich. Und ich bin weiter oben. Digga, soll ich dir jetzt jeden Schritt für Schritt erklären oder was? Nee. Nullklick. Ja, ich lade immer noch. Ach, das ist doch schon wieder Kacke heute. Alter, jetzt bin ich schon unter dir. Nullschub. Ach, komm schon. Welche Lackierung habe ich denn drauf? Ach, die komische. Ja, die ist nicht so toll. Ich habe eine andere drauf. Scheiße. Wo ist der Feind? Hinter dir. Über mir. Ich bin hinter dir. Ja, dann kannst du ja mal meine Lackierung angucken.
Nö, und die interessiert mich nicht. Das ist eine Falle, Jungs. Ich verliere die Kontrolle über mein Flugzeug. Ich helfe dir mit dem schweren, also mit dem Schlachtflugzeug. Ah, oh, fuck, ich bin im Schlachtflugzeug gerade direkt vor die Nase. Alter, was ich gerade für eine fette Verzögerung habe, Alter. Alter, das geht ja nicht mehr klar. Nee, ey. Boah, ey, was ist das denn jetzt? Weißt du, ich hab so ein Frap down grad. Ich bin unter 10 Fraps. Na, ich bin bei 80. Das ist ja ein Gamer-PC. Ja. So. Zieh hoch. Alter! Sogar die Meteranzeige hängt bei mir. Weißt du, ich war gerade so knapp über dem Boden und stand immer noch 53 Meter da. Ich hoffe, man merkt das im LP nicht so, Alter. Das ist ja grausig. Also, wenn das im LP nicht zu sehen ist, wundert euch nicht, dass ich gerade so scheiße fliege, weil das leckt einfach wie blöd. Oh. Achtung, ich drehe ab. Nicht, dass du in dieselbe Richtung abdrehst. Und zwar, wie schön die gerade in die gleiche Richtung abdrehen. Ja. Also, es sieht cool aus. Also, wir beide gleichzeitig, ja, hat Style. Ey, das könnten wir sogar gewinnen, wenn wir Glück haben. Ich habe sogar einen Kill geholt, also. Na, ich habe noch keinen. Nee, ich bin mal mehr Kölsch wie du. Dann wollen wir mal meine Wendigkeit ein bisschen ausnutzen. Wo sind die zwei? Ich weiß, wo. Ja, ich auch. Hier aber jetzt erstmal hoch. Aber bitte nicht so durchs Mikro durch, also. Ah. Da unten ist das Schlachtflugzeug. Oh, das macht mich fertig. Fällt mir gerade auf. Wenn der mich ordentlich ins Visier nimmt. Ah, der hat's auf die Dinger abgesehen, also von daher. Die haben es beide auf die Dinger abgesehen, ganz ehrlich. Da macht keiner gerade Anstalten, dass. Welcher ist weiter down? Der eine hat 182, der andere hat 300.
Also definitiv der Schwere. Der Heckschütze macht mir zu schaffen. Alter, wie das Gatscha wieder leckt. Wenn ihr mich jetzt ins Korn nimmt, Alter, ich raste aus. Ups. Fick dich. Habe ich dich getroffen? Fick dich. Ich weiß nicht, wen ich getroffen habe. Ihr wart da so alle so auf einem Punkt. Ich glaube, du hast uns beide getroffen. Echt? Beide? Kann sein. Ja, müsst ihr jetzt gleich angezeigt werden. Nein, ich habe den Belgard. Irgendjemand hat mich andauernd getroffen. Vielleicht war es die Belgard. So, das hat mir natürlich jetzt viele Punkte gegeben. Gesegen? Gegeben. Und mit ausgegleicht, dass ich die nächsten 7 Tage wieder was aufsetzen kann. Hä? Wie viel hast du? Wie? Dass ich wieder eine Lackierung dran basteln kann. Ach so. Also das hat gerade rausgeschossen wieder. Alter, musst du echt so drauf sparen? Hä? Also ich habe fast 700. Also ich habe für die Lackierung, die ich drauf gemacht habe, 14.000 gezahlt etwa. Jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, ja, es könnte auch 12, also ich weiß nicht genau, es könnten auch 12 gewesen sein. Und dafür habe ich jetzt 13.700 wieder Kohle gekriegt und 934 EP. Und du? Du hast 900 EP bekommen. Ja. Dafür, dass du einmal rumgegammelt hast und nicht einen geholt. Nicht einen geholt habe, aber ich habe alle, den ersten, den ich habe, unterstützt, 300 EP von 350 gezogen. Kurz gesagt, kritischer Treffer. Dann habe ich dem nächsten 8 von 435 Schaden zugefügt. Dann habe ich 44 von 120 zugefügt. 15 von 150. Dann 105 von 310 und ich habe 2 von 301 meinem Freund abgezogen. Ich habe 3 Unterstützungen bekommen. Aber so Leute, jetzt wisst ihr Bescheid. So, bist du soweit oder passt keins mehr rein? In unseren Rahmen. Leute, es tut uns leid. Es tut uns schrecklich leid. Aber es passt keins mehr rein. Echt jetzt? Ja. Okay. Also dann, tschüss. Tschüss.